Licht an. Aha. Ein heißes Gefährt, hä? So. Dieses Ding ist ein Sinclair. Das hat also irgendein Engländer guten Gewissens gebaut. Der wollte so diesen Großstadtverkehr etwas entlasten. Also die vielen Pendler, die da früh von den Vorstädten immer nach London reinfahren, die sollten eigentlich damit fahren. Hat er sich hübsch gedacht, er hat sich leider verkalkuliert, der Arme. Das Ding ist ein paar Mal verkauft worden, aber nicht so oft, wie er sich das gerne erträumt hätte. Und jetzt können Sie die ganze Fabrik kaufen, wenn Sie genug Kohle haben. Sie können auch ein paar von den Autos noch kaufen, die hergestellt worden sind. Ich finde das ja ganz hübsch, muss ich sagen. Aber tut mir leid, es ist nichts geworden. Ich werde das gleich noch mal brauchen, dieses Rädchen. Denn jetzt begrüße ich einen Herrn, der ganz sonderliche Dinge kann. In unserer Na-Sowas-Kiste, Otti Ottoneuer. Servus, guten Abend. Erst die Dame und dann den Herrn. Nicht immer läuft er mit seinem herrlichen Anzug rum. Den hat er sich also extra für heute angezogen. Er ist normalerweise in Berufskleidung ganz in weiß. Er ist kein Chefarzt, aber er ist Koch. Chefkoch bei der Gnäfrau hier. Also, das ist mal umgekehrt. Im Normalfall muss also er assistieren und jetzt wird sie assistieren. Wir werden nämlich etwas vorfinden, was ich Ihnen eigentlich gar nicht so richtig beschreiben kann. Sie müssen das sehen. Otti wird diese Gläser ansaugen an seinem Körper. Platz hat er ja eine Menge. Und wir werden sehen, wie das funktioniert. Darf ich schon mal zureichen oder macht das vielleicht die Assistentin? So, das also, er macht das erst ein bisschen feucht, den Body, kein Trick. Also nicht, dass Sie denken, dass es irgendwie gelingt oder so. Er wird jetzt mit seinem Mund die Luft aus dem Glas ziehen. Dadurch entsteht ein Unterdruck, wenn ich das richtig sehe. Und dann rutscht er sich das Glas voll auf den Globus. Jawohl, hier, und schon hängt es. Macht er in der Küche lauter so Witze oder ist ja, das? Ja, 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 ja. Er ist, der Mann ist. Er kocht mit Spaß. Er kocht mit Spaß, ja. Hat immer die Gewürze am Bauch und was er also braucht. So. Zwei. Er kann eine ganze Menge. Also wir machen jetzt ein bisschen hier das ganze Gelände bestücken. Es ist nicht einfach. Ich meine, wenn Sie das zu Hause probieren, also sind Sie vorsichtig. Sie müssen ja also an der Halsschlagader vorbei. Also man muss das schon ein bisschen trainiert haben. Haben Sie das mitbekommen, wie er da drauf gekommen ist? Also ich meine, als seine Chefin haben Sie ihn immer unter Kontrolle. Wann fing er damit an mit dem Quatsch? Ich habe den zwar leider nicht immer unter Kontrolle. Aber? Aber es waren Gäste da. Ja. Die haben sich solche kleinen Fläschchen, ja, so Schnaps drin, ja, an die Lippen gezogen. Und das, aha, brachte ihn auf die Idee. Das brachte ihn auf die Idee. Und da war nicht mehr zu halten. So, also ich würde sagen, das sieht man noch eine. Noch eine schnullen wir uns da runter. Oh, macht nicht. Das ist egal, wir haben ja genug. Er sieht auch so niedlich dabei aus. So, jetzt hängt er also sechs Ballerwänder voll. Freund. Damit Sie also sehen, dass das jetzt kein Gag oder irgendwie Trick ist oder aufgeklebt, ziehe ich das jetzt mal ab. Es gibt diese herrlichen floppenden Geräusche. Achtung. Ah. Und jetzt. Höpp, höpp. Oh. Noch eins. Höpp. Zack, haben Sie das auch mal bei der Chef? Ah, oh, tut's weh? Nee. Schön. So, Nummer eins. Also, das war sozusagen der erste Durchlauf. Jetzt wird es delikat, denn jetzt wird gemixt. Die Chefin macht also. Was wollen wir mixen heute? Campari Orange, jawohl. Gut. Wie schon der Lateiner sagt, Mens sana in Campari Soda. Werden wir jetzt also hier einen Eis haben wir schon, dazu. Ein bisschen Orangensaft, der gute O-Saft, wie der Fachmann sagt. Ja, oh, das ist nicht. Oh. Wieder gefertigt. So. Aber ich koste, noch koste ich nachher, es ist etwas. Muss etwas gemixt werden. Können wir das? Otti mixt. Brauchen noch eins. Ne? Noch eins, ja, auch beide gleichzeitig. Ich dachte, dass das jetzt erstmal rechts und dann links so. Ist okay so? Ja, und bitte mixen. Nicht, dass der Drink mehr wird. Aha. Schon schön, so einen Mann im Haus zu haben. Ja, das ist doch immer für einen kleinen Spaß gut. Und vor allen Dingen immer gut gemixte Drinks im Hause. Ja, und mischen. Oh. Oh, da hat aber einen Druck drauf, mein Lieber. So, trinkt ihr beide, oder? Die Geschmacksnote ist vielleicht etwas seifig. Prost. Oh, das ist gut.
Wunderschön. Jetzt pass auf, jetzt kommt, das war ja alles, das war jetzt Spaß. Jetzt kommt die Pflicht. Er hat gesagt, er wird es schaffen, sich eine Suppentasse dergestalt ins Gesicht zu saugen, dass er ein Auto damit ziehen kann. Oder haben wir noch Kleinigkeiten? Ich meine, dass er das Frühstück. Das Frühstück. Ja. Machen wir doch, gut, machen wir doch das Frühstück. Also ein Teekännchen, beziehungsweise ja, Sahne oder was? Was serviert ihr damit? Tee. Tee. Mhm. So, ein bisschen Seifenwasser ist immer günstig. Das ist sehr schwer. Da ist eine Menge Luft drin. Er muss auch vorne also den Ausguss zuhalten. Er kann das also bis zur Nachttopfgröße. Jetzt. Oh! Und eine Teekanne im Gesicht ziert doch ungemein. Muss man also. Jetzt den Zucker noch dazu. Mit Süßstoff geht's leichter, weil der kleine ist. Ja, und sieht schick aus. Alter, wollen wir wieder abmachen? Oh ja. Tut das auch weh? Ich meine, macht dicke Bäckchen, ne? Oh, oh, zack. Und, ah, ist aber schön, wenn der Schmerz nachlässt. So, jetzt würde ich sagen, wir machen das mit dem Auto. Also nochmal, wir gehen mal dahin. Wir zeigen das einfach mal hier. Es glaubt uns ja sonst keiner. So, dieses ist eine Suppentasse, wie sie jeder Suppenkasper kennt. So, die haben wir an dieses herrliche Autochen gebunden. Und er wird jetzt die Luft aus der Suppentasse saugen und wird mich mit diesem Auto, da bin ich um äußerste Ruhe. Ich werde ihm nicht helfen, das Ding hat eine Batterie, ich bin also vor mit Batterie gekommen. Ich werde aber fairerweise auch nicht bremsen, ne? So, okay, also mir kann es losgehen. Ziehen, also erst saugen, saugen und, okay. Oh, und ey! Danke, danke, danke. Otti Oltenmeier und Partnerin, kaum zu glauben. Dankeschön. Ich küsse Sicherheit die Partnerin nicht, dass ich mich dann festsaug bei ihm und dann so an der Backe hänge. Aber ein Händchen wenigstens. Otti Oltenmeier. Ja, jetzt hören wir uns ein bisschen Musik an. Schlaucht ganz schön, ne? Es ging. Es ging, aber er sieht noch blendend aus.